Schönen guten Tag auch, ihr Nase, und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3. Ja, ich bin in ein bisschen anderer Location als wie im letzten Part. Wir sind hier im Restaurant. Also, ihr habt im Prinzip bloß den Weg von hier nach da verpasst. Das waren so 2-3 Minuten. Gut, was will ich hier? Hier habe ich was gefunden, wo ich was einsetzen kann. What? Mann, hier wieder Invasion. Ich hack. Wollte ich hier in Ruhe erklären, ne? Was ist hier? Gleich mal wieder Zombies. Frechheit. Laden wir gleich wieder nach. Wir laden nach. Ich bin jetzt schon wieder an die Tastensteuerung von Daymare so ein bisschen gewöhnt. Und die ist wegen anders. Und ich habe... Oh Gott, ich habe das Dings bei. Das Farbband, das ist natürlich doof. Ja, hier können wir was machen. Das habe ich nicht bedacht. Wir können Dietrich benutzen. Mal sehen, was dabei rumkommt. Wir kriegen eine Brecheisen oder was? Feuerhaken, ja. Brecheisen passt schon. Gut. Ist jetzt doof, dass mir kein Dings haben. Das war ein bisschen knäpplig, finde ich. Sterbe! Geh doch. Ist jetzt so ruhig hier, oder was? Der Respawn in dem Spiel, der macht mich fertig. Na gut, wir sind gut munitioniert. Könnten wir hier vielleicht das gleich benutzen? Ein Haken, wir haben einen Haken. Ist ja kein Brecheisen. Den Haken nochmal. Bots. Das Brecheisen jetzt weg. Tatsache, wenn wir in den Inventarplatz. Das heißt, wir können da in aller Ruhe runtergehen. Ich kann dann alle Ruhe einen Schluck Bier trinken. Das war, glaube ich, laut. Boah, ich habe jetzt gedacht, weil ich da diese Schwappen hörte, da kommt ein Zombie. Ja, genau. Alter! Noch ein paar mehr, oder was? Einfach mal Gas. Okay, die sind dort. Da ist auf jeden Fall ein Gegenstand. Der hat mich schon angeblinkt, recht freundlich. Was haben wir denn da nettes? Der grüne Stein. Ja, nice. Mal sehen, ob es noch irgendwas gibt hier. Scheint mir aber nicht so. Was ist denn ein Gefrierfach? Ein Gefrierschrank. Und ansonsten haben wir hier nichts. Ob der Bauarbeiter sonst noch irgendwelche was dabei? Nö. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Gegenstand gefunden. Ja, so gut. Den können wir ja dann gleich in die Uhr einsetzen, aber da fehlt, glaube ich, dann immer noch ein Edelstein, das ist jetzt hier ein Smaragd. Wir hatten ja irgendwas Blaues, ne? Blaues Saphir. Wird wahrscheinlich noch ein Rubin. Keine Ahnung. Ja, das Schöne ist, dass ein Schalter wie kann. Ja, gut. Ich traue dem Braten nicht. Okay. Ich hab ihn so nicht. Ich traue dem Braten nicht. Was macht der? Jill. Zielen. Danke. Boah. Zähes Gerümpel. Falsche Tasse. Mann, du sollst... Ach, Mensch. Kombinieren. Danke. Zombies machen mich schon mal zu sehr nervös. Das ist nicht geil. Was ist hier das eigentlich? Ist irgendwo noch eine Tür, Leute? Was eigentlich ist das?
Gut. Brief des Bürgermeisters. Stadtinformationen auf den Spuren unserer Stadt. Liebe Bürgerinnen und Bürger, dank der freundlichen, großzügigen Leitung der Umbrella Inc. ist unsere Stadt friedlich und angenehm. Ja, ich weiß nicht. Scusi. Nieser gehabt. Friedlich und angenehm. Die enormen Zuwendungen seitens Umbrella Inc. wurden für soziale Zwecke und für gemeinnützige Einrichtungen verwendet. Und um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, 1992 war ich das fünfte Jahr Bürgermeister unserer Stadt. Ich habe den Satzpunkt irgendwie voll über. Um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Punkt. So. 1992 war ich das fünfte Jahr Bürgermeister unserer schönen Stadt. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Stadt dank vieler Spenden und harter Arbeit, das Kommunalgebäude wieder aufbauen und ein supermodernes Krankenhaus errichten. Als Dank für diese herausragenden Errungenschaften wurde mir zu Ehren im selben Jahr ein großartiges Denkmal zu... Mir zu Ehren im selben Jahr ein großartiges Denkmal errichtet. Übrigens, Punkt. Diese Statue befindet sich im Kommunalgebäude. Vor mehr als 35 Jahren kam ich als Ingenieur in diese Stadt. Punkt. Ich arbeitete am elektrischen System und beim Bau der Stadtbahn mit. Punkt. Ich gebe mein Wort darauf, dass ich die Tradition dieser wunderbaren Stadt bewahren und mein Leben ihm Wohlstand widmen werde. Wohlstand. Nicht Stadt. Punkt. Der Bürgermeister der Stadt, Michael Warren. Vielleicht doch ein bisschen fair Warren. Brüller. Gott, ey. Ich merke hier klappt das mit den dummen Sprüchen besser als bei dem her. Dem her, der scheißt mir ja wirklich regelmäßig ein, ne? Ist ja schlimm. Das ist ja. Das darfst du eigentlich gar keinem erzählen. Was ist denn eigentlich hier mit der Telefonzelle? Das. Nöscht. Ist da was mich verwirrt? Das da. Und wir können irgendwie in die Küche rein? War ich da schon? Nur mal gucken. Ja, klar, wir sind ja hier in der Küche. Ach, dann wird das die Tür sein, die sie mir hier anzeigen. Ja, gut, okay. Mal gucken. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren, wo der blöde Stein hinkommt. Ich glaube, das war hier. Es ist ja nicht allzu weit weg. Dann bringen wir den nämlich gleich mal weg. Was wollen wir denn damit wegbringen? Ich meine. Ich merke auch, ich habe zwar jetzt das bessere Dreamcast-Pad angeschlossen, wo das D-Kreuz noch nicht so, also das Steuerkreuz noch nicht ganz so ausgeleiert ist, aber man merkt ihm halt die Jährchen doch langsam an. Hier ist ja irgendwo der Raum, jawohl. Wenn ich schon wirklich an der Hand habe, würde ich jetzt gleich mal speichern. Ich weiß, ich speichere auch in dem Spiel recht häufig. Und danach werde ich dann das Farbband mal rauslegen aus dem Inventar. Ja, das würde ich gerne tun. Mach. Dunkelkammer können wir überschreiben. Das ist ja schon gefühlt Jahre her. Ich weiß, das Let's Play geht ein bisschen langsam vonstatten. Mit 3 Parts pro Woche ist es natürlich wenig. Dafür freue ich dann bei Day mehr raus, wie es geht. Ist ja klar, täglicher Part. Das sind halt 4 Parts mehr in der Woche. Nach Adam Riesling. So, wir hauen raus. Das Farbband. Irgendwas, wo ich irgendwie eventuell was mixen könnte? Nein. Warte mal, ich hab doch... Ich bring mal kurz den Smaragd weg und dann gehe ich doch, glaube ich, nochmal kurz ins Restaurant was gucken. Weil wir haben ja den elektrischen Schalter da. Na, bring erstmal das Steinchen weg. Das Schiff so hinkt, das gefällt mir eigentlich auch nicht, weil wenn der doofe Nemesis wieder kommt, dann bin ich wieder Brei. Na gut, wir haben gerade gespeichert, drauf gekackt. Corner da, finde ich gut. Rennen wir durch.
Mädel. Stell dich doch nicht so an. So. Pöbeln wir den da rein. Usen den, sozusagen. Ach so. Okay. Ich habe gedacht, da fehlen noch zwei. Haben die da nicht was von gesagt? Ich bin gerade froh, gespeichert zu haben, muss ich gestehen. Oder ist das jetzt vielleicht noch gar nicht offen, dass noch eine Phase fehlt? Nö, wir kommen rein. Okay. Aber warum habe ich trotzdem jetzt Schiss? So ein bisschen. Haben wir hier eine Karte? Warte mal, hier haben wir jetzt einen Weg, wo wir vielleicht dahin weiter können. Hier war eine Gegend, wo wir nicht hin konnten, irgendwie. Naja, gut, lassen wir es mal auf uns zukommen. Was ist hier Phase? Die Tür wird von der anderen Seite blockiert. Ja, es ist klar, dass man die dann nicht öffnen kann. Das ist mir schon bewusst. Ich bin ja nicht völlig doof, bloß ein bisschen. Aber ich kann mich von meinem ersten Walkthrough hier an eine Begegnung mit Nemesis erinnern. Aber ich will doch gar nicht. Ich will nicht. So, die müsste offen sein. Gucken wir mal. Unsere Tankstelle ist gut. Benzin für Kettensäge holen. Aber du hast doch gar keine Kettensäge, das ist richtig. Aber das ist ein Detail, da denke ich nie drüber nach. Golf 3. Das könnte so eine Art Linken sein, wo Jill jetzt hinguckt. Da hinten steht ein DeLorean. Das ist ja ein geiles. Das ist ja geil. Das ist ja ein geiles Easter Egg. Weil der kommt in wisst ihr vielleicht gar nicht, aber es ist ja das Auto aus Zurück in die Zukunft. Und da brauche ich auch die Kurbel. Das ist super. Der kommt tatsächlich in Daymare auch vor. Ich weiß nicht, ob schon in einem Part, der aktuell lief, aber der kommt sogar mehrfach vor. Der ist ja als Acid-Fahrzeug, sag ich mal. Also der kommt wirklich mehrfach vor. Kurbel dir ein, Jill. Kurbel. Nee, oder? Also nicht ernsthaft jetzt hier. Dann brauchen wir jetzt irgendwie eine Rohrzange oder einen Scheiß. Na super. Dazu muss das Ding aus dem Inventar weg, oder? Schon mal was. Aber gut finde ich das nicht. Nee, Freddy, Jill, du musst nicht gleich hier alles kaputt machen, ja? Also. Na ja, gut, wir haben ja noch eine Möglichkeit weiterzukommen. Macht hier die Kurbel kaputt? Das hast du im ersten ganzen Teil nicht geschafft. Da hätte es die Möglichkeit gehabt, zwei Kurbeln kaputt zu machen, Mädel. Hier können wir auch rein. Ich erwarte jetzt leider wieder Monsis. Mal schauen. Ich habe echt gedacht, bei dem komischen. Ja, ich kümmere mich schon noch gleich um den am Boden. Kriegen wir schon hin. Monsen! Alter, frisst der! Bastard! Und die Knarre hinauf, den Punkt leer. Ey, wie geil! Also eigentlich nicht, aber wie auch schon. Ihr wisst, was ich meine. Okay, hier geht's nicht weiter. Was ist denn das für ein Kasten hier? Hat er irgendeine Bewandtnis? Nö. Das, was sollte denn. Ich wollte jetzt nicht drehen, Jill! Du kommst so schnell auf die Schnelldrehung. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, aus wie leider das Pad. Dieser Dreamcast wurde eingestellt 2001, 2002, sowas in dem Dreh. Ihr könnt euch vorstellen, wie alt das Pad mindestens ist. Ich weiß nicht, ob die danach noch produziert wurden weiter großartig. Ich bezweifle es. Ich muss sagen, ich habe einen riesen Spaß mit dem Game.
ist aber auch so ein bisschen so. Und ich hab gedacht, das ist ein Blutfleck. Scheiße. Nee, sowas haben die ja nicht hier. Ach Gott, wie sieht's energietechnisch jetzt aus? Drauf gelb. Okay. Nicht gut. So, wir kommen denn wieder beim Waggon irgendwie. Was heißt wieder beim Waggon? Wir kommen beim Waggon an. Ich glaube, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Hat jetzt meine Erinnerung des Spiels, wie ich es mal durchgespielt habe, gerade mit der Erinnerung, was ich schon Let's Played habe, vermischt. Was nicht so geil ist. Nein. Ich will eigentlich hier nicht sein. Weil hier habe ich gerade schlechte Vibes, nennen wir es mal. You know what I mean? Ich pfeife mir übrigens mal eins rein. Und ich will nichts spoilern. Ich sag bloß, das ist ja hier ein Friedhof. Hier war ja irgendwas Boneyard geschrieben. Es ist nicht der gute Nemi. Toll, wir sind immer voll. Super. Das hier ist der Friedhof. Friedhof ist bäh. Nicht wegen irgendwelchen Leuten, die aus den Gräbern oder sowas aufsteigen. Nee, 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 nee. Hier ist was viel unangenehmeres. Das weiß ich noch. Ein richtig ekliges Viech. Und ich weiß nicht mal mehr, ob das Viech irgendwie durch Waffen irgendwie... Moinsen! Also es war ein bisschen viel vielleicht für den armen Köter. So gleich hier Explosion und so. Aber Schrotzermunition. Nicht schlecht, habe ich lange nicht mehr gekriegt. Und gleich mal 28 Schüsse. Ja, danke Keule. Die waren tödlich. Die waren. Das sah aus wie eine Patronenpackung, aber ist keine. Ziehen wir mal weiter. Der arme Wauzi. Also eigentlich schon ein bisschen mies, ne? Na gut, es hat gleich mehrere erwischt. Nicht bloß einen. Sonst braucht man ja doch für die relativ viel Munition, ne? Ich weiß, ich gehe da gleich rein, aber ich will hier nochmal weiter gucken. Was ist denn hier Phase? Was ist das? Ohne Funktion. Okay. Dann gucken wir nochmal da in den Zug rein. In die Bahn. Ist das eine Straßenbahn oder? Ich weiß nicht. Hinweise des Mechanikers. Ich weiß, dass dich dein neuer Job etwas unsicher macht. Kevin! Ich möchte dir nur sagen, wie du dafür sorgen kannst, dass du und deine Züge gut vorankommen. Weißt du, diese Wagen wurden 1968 hergestellt und aus Europa importiert. Manchmal scheppern sie etwas, aber sie funktionieren immer noch, denn sie sind einfach konstruiert. Widerstandsfähig wahrscheinlich, ja, und kraftvoll. Man kann sich immer auf sie verlassen. Wenn sie an einem schlechten Tag mal eine Störung haben, brauchst du dir nur die Schaltkreise genau anzuschauen, um die Ursache herauszufinden. Wenn du weißt, woran es liegt, wirst du es leicht reparieren können. Ich bin sicher, du wirst diese lästigen kleinen Fehlfunktionen vermeiden können, wenn du die Teile jeden Tag überprüfst. Die Einzüge kriegen garantiert Probleme, wenn du vergisst, sie zu warten. Jetzt habe ich einen Schluck auf so ein bisschen. Denk daran, dass du ein passendes Teil wählen musst, wenn irgendetwas auszutauschen ist. Wenn ich passend sage, dann meine ich, dass es besser ist, ein beliebiges Teil zu finden, das zufriedenstellend arbeitet, wenn ein Originalteil nicht aufzutreiben ist. Da wäre noch das Öl. Du musst für diese Züge immer Öl guter Qualität bereithalten. Vergiss nicht, Kevin, dass ein Mensch andere verraten kann. Eine Maschine würde es nicht tun. Ja, noch nicht Terminator gesehen, ne? Mann, Mann, Mann. Na, da scheint ja irgendwas mit der Elektrik nicht zu stimmen. Da haben wir ja ein Originalbauteil
Jill? Wir haben ja ein Originalbauteil da, aber da fehlt immer nur der Ölstand dann trotzdem. Aber wir können ja mal, gucken, ob das Kababel jetzt, hallo, danke, ob das Kababel da reinpasst. Ist es weg? Ja, ist weg. Oh, was ich auch gerade sehe, was weg ist. Die Zeit, Leute. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Resident Evil 3 Nemesis oder The Last Escape in der Cut-Version. Haut da rein, bleibt da fein. Ciao.